Hallo, schön, dass du da bist. Heute gibt es pünktlich zu Weihnachten ein Video zu dem inneren Seelenkind. Und zwar ist es so, dass jeder Energrammtyp letztendlich in sich so dieses kleine Kind hat, das sich nicht entfalten durfte. Also unsere Entwicklungslinie in Entspannung oder in, die uns richtig, richtig gut tut, also von der 1 in Richtung 7, von der 2 in Richtung 4 und so weiter und so fort. Letztendlich kann man das so sehen, dass wir dieses kleine Kind in uns haben, das so Eigenschaften hat, die ihm richtig gut tun, die wirklich gerne nach außen wollen und die wir uns entweder aufgrund unseres Musters oder und der Erziehung, je nachdem, wie man drauf guckt, nicht erlaubt haben. Und ich fand jetzt gerade zu Weihnachten passt das echt ganz gut, mal zu gucken. Na, da ist ja damals so ein Kind in die Welt gekommen, das ganz, ganz viele tolle Sachen in die Welt gebracht hat. Mal gucken, welches Seelenkind in uns schlummert. Und da gehe ich jetzt mal so die Nummern durch, die einzelnen Muster, und dann schauen wir mal, was in welchem Muster finden. Seelenkind drin schlummert. Und da fangen wir an mit der 1. Und in der 1 schlummert das Seelenkind der 7. Die 1 ist ja so jetzt eher selbstbeherrscht und bis auf den sexuellen Untertyp eben eher so in sich gekehrt und guckt, ne, was so in ihr selbst nicht so stimmt und in der Welt nicht stimmt und so. Und letztendlich schlummert in der 1 eine kleine 7, die total gerne rausgeht und Freude erlebt, die eher hemmungslos ist und nicht sich, also sich eben nicht so zurücknimmt in ihrem ganzen Wesen und sich auch nicht, vor allem nicht so kontrolliert, ne? Die gerne, die neugierig ist und ganz, ganz viel im Außen erleben möchte. In der 2. Die 2 ist ja eben dieses freundliche, großzügige, ne, und guckt immer, wo geht's, die ist sehr ausgerichtet auf die anderen. Und letztendlich ist da in der 2 dieses kleine Kind, das sich total gerne selbst ausdrücken möchte, dass das, was in ihr ist, so super, super gerne nach außen bringen möchte, ne? Und sich sehr bewusst ist, welche Bedürfnisse und Wünsche sie hat und die direkt zum Ausdruck bringt. Die 2 macht sie dann eben indirekt, ne? Und dann springen wir zur 3. In der 3 schlummert so also die 3 ist ja dieses Selbstbewusste, ne? Ich bin selbstbewusst und selbstsicher und ich gehe nach vorne und ich weiß, was ich will. Und guck mal hier, ne, ich bin wer, weil ich weiß, was ich will und bringe das auch wirklich auf die Straße. Und in der 3 ist eben diese eher vorsichtige kleine 6, die ein Gespür, die so ein Gespür für ihr Umfeld hat, die sehr auch auf soziale Kontakte bedacht ist und die sich total wohl damit fühlt, in der Gemeinschaft auch gut aufgehoben zu sein und sich zu verbinden mit anderen und eben da dann gemeinsam Ziele zu erreichen. In der 4, die ja eben sehr originell ist, sehr auf sich bedacht ist und sehr aufpasst, ne, dass ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht werden, dass ihre Bedürfnisse beachtet werden und so weiter und so fort. Da ist so die kleine 1 drin, die sehr geordnet, die eigentlich sehr viel Ordnung und Geradlinigkeit in ihrem Leben mag und auch braucht, die nüchtern aufs Leben gucken möchte und ja, eben halt auch sehr, das ist so dieses Klare, was in der 1 drin ist, ne? Dieses sehr innerlich Geordnete und nicht so in Wellen rauf und runter gehende, wie es für das hinterher entwickelt. Und die liebt diese Ordnung, diese Klarheit. Und erlaubt sich das im Laufe ihres Lebens nicht mehr so sehr. In der 5, die ja so in sich gekehrt ist und sehr, 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 sehr bescheiden so im Umgang mit dem, was um sie drum ist und nicht darauf bedacht ist, sich überhaupt irgendwo durchzusetzen, sondern sehr darauf achtet, in den Rückzug zu gehen, da ist die 8 drin. Dieses Seelenkind der 8, die wirklich mal auf den Tisch haut, die für das geht, was sie oder andere brauchen,
die ja für sich und für andere wirklich einstehen kann, was sie sich halt eben dann abgewöhnt hat mitten im Laufe der Zeit. In der 6, die ja total vorsichtig ist, ne, im Leben und immer darauf achtet, was wo los ist und mal gucken, dass man eben in Sicherheit ist, dass man in Verbindung ist, weil man sonst alleine sich nicht wohlfühlt und so weiter und so fort. Da schlummert die kleine 9 als Seelenkind. Und da geht es, dieses Seelenkind, die 9, die hat totales Vertrauen ins Leben. Die weiß, das Leben ist gut. Dann kommen wir zu der 7, die ja ihre Plänchen macht und eben total charmant unterwegs und ist und die Betonung auf das Fröhliche im Leben hat. Da ist dieses kleine Seelenkind der 5 drin versteckt. Also da geht es darum, dass die 7 in sich, also 7 ist ja sehr extrovertiert. Und die hat in sich dieses kleine Seelenkind, was sehr genügsam ist und eigentlich diese ganze, und nicht eigentlich, sondern diese ganze Ableckung im Außen nicht braucht und sich selbst genügt und die mit dem, was im Hier und Jetzt da ist, total gut zurechtkommt. Springen wir zur 8. Die halt eben ja, groß und kühn und kraftvoll auftritt, ne? Die hat in ihrem Inneren die kleine 2. Und die 2 ist eben wirklich so was Weiches, so eine kleine, weiche, gefühlvolle und auch verletzliche 2, die eben überhaupt keine Angst hat, diese Verletzlichkeit auch nach außen hin zu zeigen. Zu guter Letzt die 9, die ja sich schnell verliert im Leben, ne? Also die eben am schnellsten von uns allen wegschläft, was gerade wichtig ist im Leben. Die hat die kleine 3 in sich. Und die 3, die weiß, was sie will im Leben. Die weiß, wofür sie steht. Die weiß, wofür sie geht. Und die weiß, die liebt es, tatkräftig zu sein. Und ich wünsche mir für dich heute, also nicht nur heute, aber gerade Heiligabend, dass du, egal mit welchem Stress, welche Unruhen im Außen sind oder was auch immer gerade dran ist, bei dir, in dir, deinem inneren Seelenkind ein Stück näher kommst. Es ist nämlich was ganz, ganz Wundervolles, wenn wir merken, wie dieses wirklich Unschuldige, wenn wir andocken an dieses unschuldige kleine Kind, das wir in uns tragen und diese Anteile quasi nach Hause holen. Ich wünsche dir ein besinnliches, ruhiges, kraftvolles, ganz wie du es gebrauchen kannst, Weihnachtsfest. Bis ganz bald, alles Liebe, deine Kerstin.